Ja, das ist ein Video im Rahmen des Fix It Monday. Hier schauen wir uns typische Fehler bzw. Trainingstipps an zum Wing Chun heute. Und da machen sehr, sehr viele Anfänger den Fehler, dass sie auf ihre Kraft setzen, weil sie merken im Training, okay, sie sind den anderen Anfängern überlegen und so behalten sie das oft über eine längere Zeit bei. Aber irgendwann kommt einmal der Punkt, wo der andere dann besser wird, der nicht auf seine Kraft gesetzt hat, sondern immer seine Techniken trainiert hat und sein Können trainiert hat. Und weil am Anfang, wenn man zum Beispiel jetzt hier mit einem Anfänger trainiert und der andere kommt hier voll mit Kraft hier rein, wird er nichts dagegen machen können, er wird eingedrückt und man kommt sich sehr stark vor. Mit der Zeit aber, wenn er hier reinkommt voll, ist das komplett egal, ich kann das ausnutzen, wenn ich die richtige Technik habe, wenn ich hier schön ableite und alles. Im Gegenteil, ich tue mir dann sogar leichter gegen einen Gegner, der alles hier mit Kraft probiert, weil er nicht mehr reagieren kann. Also wenn er mich hier angreift mit Kraft, ich leite ab, er kann hier nichts mehr machen gegen diesen Angriff, weil er komplett angespannt und eben nicht locker ist. Und dann kann er nicht mehr reagieren. Ja, das war ein Beispiel, wenn er mich angreift. Es kann aber auch genau der umgekehrte Fall sein. Also er ist jetzt hier wieder komplett angespannt, weil wenn er mich im Training schon immer so angreift, total angespannt, wird er umgekehrt auch angespannt sein, wenn er nur auf Defensive macht. Das heißt, er steht hier zum Beispiel, er ist der Wing Chunler, er steht hier in Wusamansa-Position, ist hier komplett angespannt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier mit einem Chatsaw anreiße, wird er komplett nach vorgeworfen. Er wird so komplett für einen Moment seine Balance verlieren und nicht abwehren können. Das heißt, wenn ich hier Chatsaw-Vorstoß mache, fällt er mir genau in den Schlag rein. Und er hat eben überhaupt keine Möglichkeit, diesen schnellen Vorstoß abzuwehren. Anders ist es, wenn er hier die Wusamansa so richtig macht, hier komplett entspannt ist, ich Chatsaw mache und dann kann er reagieren und ich habe vielleicht das Nachsehen. Also ganz, ganz wichtig, dass man mit der Zeit eben diese Lockerheit erreicht. Und weil am Anfang hat man einen Vorteil gegenüber den anderen Anfängern, irgendwann gleicht sich das aus und als Fortgeschrittener hat man sogar einen Nachteil, wie man gerade gesehen hat. Und wichtig ist aber, dass man nicht, dass man Lockerheit nicht mit Laschheit verwechselt. Und da haben wir auch ein Video bereits gedreht im Rahmen des Fix It Monday. Ich werde es hier drunter in der Beschreibung verlinken. Schau dir auch dieses Video einmal an.